Meistens wird es gebraucht für die Literatursuche und auch um kleine Textelemente zu integrieren und zu entwickeln für den eigenen Text. Also wenn ich jetzt beispielsweise in der Aufgabe ein Konzept erläutern soll, etwas definieren soll, dann erstelle ich das mit der KI und pflege das dann an meinen Text ein. Und das heißt ja dann, dass ChatGPT dann eigentlich so der Erstautor ist, also mein Co-Autor als Schreibassistent. Und das in relativ regelmäßiger Form macht das etwa jeder sechste, jeder siebte Student, dass er das auch praktiziert. Also wir haben ja jetzt neue Regelungen und das ist ja an fast allen Hochschulen so, dass diese Eigenständigkeitserklärungen angepasst wurden. Also akademische Standards müssen sich ja verändern, ja, in diesem KI-Zeitalter. Wie gehen wir damit um, dass wir jetzt die KI nutzen? Und man hat sich zwar geöffnet, aber man macht auch gewisse Standards und Verpflichtungen gelten. Und das ist jetzt auch etwas, was sehr häufig in Hochschulen verwendet wird, auch bei uns, eine Kennzeichnungspflicht. Also, dass ich genau angeben muss, also nicht nur das Werkzeug, sondern auch angeben muss, welche Textpassagen sind jetzt mit der KI generiert oder nicht. Und das macht natürlich Sorgen, ja, wenn ich das jetzt generiert habe, aber ich habe das so stark weiterentwickelt, muss ich das trotzdem angeben oder nicht? Also Unsicherheiten. Aber auch Sorgen, es hat ja auch was Stigmatisierendes, oder? Ich habe das jetzt angegeben, ich habe viel mit der KI gemacht. Was heißt das für meine Note? Wie sieht es Dozent, Dozentin? Wird dadurch meine Eigenleistung geringer eingeschätzt? Und eigentlich hätte ich eine sehr gute Arbeit gekriegt, aber dadurch reduziere ich jetzt meine Note. Und aber auch mittellangfristig, ja, also diese Einschätzung ist dieser Lohn für harte Arbeit, ist der künftig noch so gegeben? Ja, diese Sorgen teilen eigentlich auch alle gleich, auch wenn ich es viel nutze, weil ich ja sehe, was kann die KI alles und was ist dann mein Beitrag, meine Leistung. Das ist ja ein Phänomen, was wir ja jetzt generell auch in anderen Kontexten sehen, dass da so Zukunftsängste eigentlich auch drinstecken. Aber da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man stärker die Verantwortung deutlich macht und dann auch stärker in den Veranstaltungen, was ist die didaktische Funktion und auch deutlich macht, was ist da die Grenze, was geht da jetzt nicht, um mehr Klarheit reinzubekommen, auch für die Studierenden, um die Ängste zu nehmen und aber auch gleichzeitig die akademischen Standards eben auch zu halten.